Grüße zurück zu No Man's Sky. Wie du siehst, wir sind da stehen geblieben, da bei diesem kleinen See, wo uns das letzte Mal kleine Tiere angegriffen haben und wir dieses komische, wo waren das? Da, diese Katzenleber und dieses Katzenfleisch erhalten haben. Keine Ahnung, was wir das brauchen werden, aber so wie ich mich kenne, werden wir das wieder verkaufen. Mhm. Das würde unserer Geldtasche zugute kommen. Wisst was? Wir sind momentan noch auf der Suche nach einem Plätzchen, wo wir uns niederlassen können. Autsch. Ich tendiere momentan zum Eisplaneten. Erstens einmal ist er sinnvoller und zweitens kriegen wir dort genau das zusammen an Ressourcen für Units, was wir brauchen könnten. Wie du in der eine von den ersten Aufnahmen gesehen hast. Machen wir kurz. Wir nehmen uns da wieder schnell ein bisschen was mit. Na komm. Tritium, sehr gut. Es ist nicht viel, aber doch einiges. Kurz einen Blick. Was machen wir denn da? Da haben wir wieder hohe Wächteraktivität. Was ist denn dort hinten? Ausgetrockneter Planet. Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit und Salz. Pyrit würden wir später auch noch benötigen. Weißt du, was wir machen werden? Wir werden einfach mal in die Richtung fliegen, an dem Planeten vorbei, damit wir mal einen Überblick haben, was wir noch da haben. Verlassener Planet, Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit, Salz. Na gut. Was ist da? Ist das ein kleiner Mond oder was? Verdorbener Planet, Pilz, Schimmel, Kupfer, Ammoniak, Silber. Oh, da hinten dürfte noch einer sein. Warte mal. In der Zwischenzeit, heute ist der. Das ist jetzt ein Arschwindel, warte ganz kurz. Ich glaube, heute ist der 17. August, also relativ zeitnah aufgenommen zum Erscheinen. Wir spielen gerade auf Update-Version 3.99, jenes am 15. oder 16. August erschienen ist. Achso, das ist der Scheißer. Das ist der Mond, das ist der. Hm. So, alles recht lieb und schön, gell? Also, wurscht, dann werden wir uns. Was ist da? Also das werden wir uns einmal den anschauen. So, da, wir sind nun hier mit der Erkenntnis, dass hier nichts los ist. Jo. Wärmebelastung, Ferritstaub, okay. Obwohl, wenn wir hier unsere Ruhe haben, dann würde ich sagen, ja. Ja.
Ja, was denn? Den perfekten Planeten finden, das ist halt immer so eine Sache, gell? Weil du musst ja dann später doch immer wieder herkommen. Aber der ist irgendwie, was, noch ziemlich öde. Warte, wir steigen einfach einmal aus. Ja, wir werden einmal da landen, glaube ich. Genau. Naja, Mann. Naja. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was da für minus 59 Grad. Das ist ja schlimmer wie auf dem Eisplaneten. Einmal wieder. Sauerstoff, was ist da? Salz, da haben wir beschädigte Maschinerie. Was ist dort? Gefährliche Flora, was bist du? Okay, irgendwas. Da ist ja ganz was Großes, schau. Salzansammlung, okay. 3000, weil mit Salz kennt man eigentlich auch unsere Taschen auffüllen. Okay, aber da habe ich jetzt was gesehen, das macht mich jetzt neugierig. Jall, den nehmen wir gleich mit. Terrain-Manipulator, na das ist ja eine feine Geschichte. Aber den nicht hätten, das darf uns ja gar nicht weiterbringen. So. Na. So. Oh, da haben wir gleich zwei. So, dankeschön. So, jetzt hast du nur das Schiff wiederfinden. Ah, da steht's. Nein, wir werden das anders machen. Ich habe eine Idee. Und die ist nämlich gar nicht einmal so schlecht. Verarbeite Kupfer. Haben wir Kupfer in der Tasche? Nö. Doch, hätten wir sogar. Basiscomputer, Stelle, chromatisches Metall, 30 her, okay. Das machen wir. Weißt du was, wir werden uns vorerst damit da niederlassen. Danke, Gretel. Da werden wir jetzt mal 30 verarbeiten. Wir werden einmal dort zwischen Basis aufbauen, damit wir uns mal ein bisschen... Ja, damit wir uns mal ein bisschen mit den Sachen beschäftigen, die wir jetzt brauchen können. Da haben wir gleich mal einen Exo-Anzug, das lassen wir dabei so. Dann stellen wir da gleich mal einen Basiscomputer auf. Wo ist denn der? Wo ist denn das jetzt da? Da nicht. Also das ist da herum, gell? Ja. Merkwürdiges Vorkommen. Na, das suche ich nicht. Das merkwürdige Vorkommen ist mir scheißegal. Die Metallfinger sind für mich akzeptabel. Und dann gibt es diese schwebenden Kristalle. Die sind für mich auch von großer Bedeutung, weil da kriegst du nämlich den Scheiß raus. Genau.
Kriegst du mich da in Schaß? Warte mal kurz, wo haben wir die anderen? Haben wir die da im Raum? Ah, die haben wir da im Raumschiff herin, okay. Dann tun wir die vier da gleich ins Raumschiff einer. So, was wir haben, das haben wir. Brauchen wir später eh alles. Ah, da ist Natrium, das können wir eher brauchen. Dann werden wir gleich mal die Basis da mal benennen ein bisschen. Das ist die Wasserstoff, nehmen wir mit, können wir immer brauchen. Ein bisschen Ferritstaub werden wir mitnehmen. Die ganzen Analysen, das ganze Analysieren, das machen wir alles später. Wir haben ja genug Zeit. Das Spiel bietet mittlerweile so viel Inhalt. Ja klar, wer schuftet denn, der warm sein? Warte, jetzt das nehmen wir noch mit. So. Ja, ich bin jetzt ein bisschen draußen aus dem ganzen Debakel. Ich habe jetzt schon seit Tagen nichts mehr aufgenommen. Darfst du bitte nicht besser sein. Ich habe jetzt No Man's Sky, die letzte Aufnahme, die ist über Wochen her. Die habe ich erst als letztes gemacht und Fallout 4 habe ich auch vor einigen Tagen erst wieder aufgenommen gehabt und bis jetzt nichts gemacht. Bewohnbare Basis. Sucht nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Sonartest bestätigt, Ort ist für Bau geeignet, Basis beansprucht. Basiscomputer online, Archive verfügbar. Sehr gut, die können wir jetzt da anschauen. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Eintrag folgt, ja. Stürme fegen über, aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während ich muss bald zurück. Pläne extrahieren. Genau. Zurück, fortfahren. Soweit kenne ich das schon. Da braucht man einen fortgeschrittenen Minenlaser. Bingo. Wir werden das... Das wird jetzt nicht groß werden. Das wird gerade so viel werden, dass wir unsere Ruhe haben. Genau. Böden. Wie viel können wir denn bauen? 171. Genau. Und wenn ich mich recht entsinne... Da. Batsch! Naja. Ja, der Sturm kann jetzt momentan einmal gacken gehen. Warte mal, wie ist denn das mit den Baumodus gegangen überhaupt? Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal. Ist das da? Ja. Platzierte Teile bearbeiten. Genau, da ist es gegangen. LTs löschen. Die zwei haben wir weg. Genau. Dann brauchen wir eigentlich nur. Da brauche ich wieder Ferrit dazu. Machen wir jetzt nicht Nahrungsspül. Dann brauchen wir nur da einige Wände. Weißt du was? Wir werden das kurze Stürmle aussitzen. Ja. Wir werden das kurze Stürmle da aussitzen. Und in der Zwischenzeit einmal gleich mal schauen, was wir da alles haben. Kohlenstoff haben wir genug. Ferritstoff haben wir auch genug. Sauerstoff haben wir auch noch ein bisschen was. Bitte, wieso haben wir jetzt auf einmal 19.000? Hä? Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich...
vieles nicht weiß, dann tut's mir leid. Na, was haben wir da? Die Wasserstoff. Super. Super. Super, sage ich da noch. Ja. Weißt du was? Wir werden aber bald einmal allerdings aufsuchen. Die. Wie heißt sie? Na, hilf mir. Die Raumstation, damit wir einmal ein bisschen mehr Platz kriegen und was verkaufen können. Weil da kriegen wir nämlich auch ein bisschen was außer. Das sollte uns auch zugute kommen. Nach den Scheiß werden wir uns später umschauen und die Navigationsdaten, die werden wir später dann auch in der Raumstation einlösen. Genau. Na, was ist Gretel? Hört der Sturm jetzt auf? Hä? Herrlich. 103 Grad. Wow. Naja. Ich melde mich wieder, wann der Sturm vorbei ist. Ja, bin ich wieder da. 21 Grad. Fahrer nicht anwesend. Naja, da sind wir wenigstens vor die Wächter verschont. Das ist ja schon mal wenigstens was. Müssen wir wieder da rein. Dann machen wir da weiter. Bauholzwand, den machen wir daher. Das machen wir daher. Ja, für das, was wir momentan brauchen, reicht das voll auf die Größe. Reines Ferrit, super. Warte mal kurz, wo ist denn jetzt das? Da ist die Raffinerie, die brauchen wir jetzt da. Wie er sie elegant immer noch trat, der Charakter. Aber so wird es gesagt, reines Ferrit, gell? Shit, wir brauchen Ferritstab. Ja, dann gehen wir Ferritstab suchen, ist ja wurscht. Was haben wir da dabei? Natrium, immer gut. Was haben wir da? Reines Ferrit. Fortgeschrittenen Mineralienlaser brauchen wir. Na toll. Kohlenstoff und. Naja. Kaktusfleisch. Ja, schauen wir mal, wie viel das am Markt bringt. Man weiß es nicht genau. Und falls du dich wunderst, das wird ein relativ gemütliches Let's Play. Also da wird es nicht viel Action und so geben. Später dann nochmal, wenn wir gegen Piraten antreten etc. Aber das möchte ich schon ein bisschen zum Abschalten nutzen. Was haben wir da? Fezium. Naja, brauchen wir dabei eigentlich nicht, das ist später dann sowas in der Art wie der Dünger. Eigentlich suchen wir Ferritstaub, gell? Eigentlich. Den Sauerstoff nehmen wir mit. Jetzt schaue ich nur gerade, wo haben wir größere Ferritstaubquellen. Das ist alles Kohlenstoff, dann müsste das da Ferritstaub sein. Bingo. Ah, Pyrit, da brauche ich wieder einen fortgeschrittenen Minenlaser, okay. Das ist natürlich interessant. Ja. So, da. Kohlenstoff. Aber ich glaube, in einer von den letzten Ausgaben habe ich es gesagt, mir kommt vor, dass sie bei der Überhitzung was gemacht haben. Die haben es, glaube ich, angepasst.
Na, komm. Bist du Ferritstaub? Ja. Oh, da haben wir wieder mehr Geode dabei. Ach, wie schön. So. Ah, wo ist jetzt der Flieger? Da ist so alles, was wir suchen. Ferritstaub 205. Naja. Ist nicht so viel. Ja, wir wissen jetzt, wo wir das finden. Das ist jetzt mein OSK-Problem. Die Nase juckt. Da müssen wir her. Ey, was, das zieht halt ein bisschen, gell? Machen wir jetzt kurz. Wenn wir das jetzt so machen, dann haben wir den Ferritstab da einer. Und dann lassen wir mal das Ferrit, denn das reine Ferrit auslaufen. Genau. Sobald wir bei den Schritt sind, wo ich hin will, mit der Raumstation, mit dem Lagercontainer, werde ich anfangen, so ab und zu mal ein bisschen eine Stunde, zwei Stunden farmen, gell? Ein bisschen Material beschaffen etc. Und da wäre aber wieder so ein bisschen so ein kleines, ja, so eine kleine zwischen den Folgen Episode machen, wie ich jetzt auch schon des Öfteren bei Fallout 4 gemacht habe. So. Genau. Das ist jetzt da herum. Und dann haben wir den Schaß dabei da auf. Da. Wie gesagt, das ist jetzt eher pragmatisch gedacht. Wir werden sicher umziehen. Weil irgendwie hält es mich in dem System nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht meins. Einmal. Achso, da können wir eine zweite Tür einbauen. So, da. Perfekt. Dann nochmal den Basiscomputer. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Kein Eintrag folgt. Konstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Beginnt Suche. Pläne extrahieren. Wer immer auch diese Protokolle aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Da brauche ich jetzt wieder magnetisiertes Ferrit. Okay, dann jagt man das durch. Ja. Dann jagt man das reine Ferrit da durch. Da brauchen wir eigentlich nur 20 Stück. Gell? Ja. Und Kohlenstoff-Nanorohr. So. Ja, freut mich, Mädchen, freut mich, freut mich. Du machst mich gerade stolz. Konstruktions, ja genau, das brauchen wir. Was hast du, stellen wir dabei da her. Die Geräte halten sie aus. So. Na ja, gut. Upgrade-Modul erhalten. Warte mal ganz kurz, wir stellen uns zwar da einer. Sehr gut. Setze die geborgenen Daten
Verwendet die Konstruktionspläne zu erlernen. Das Mordit braucht man momentan eh nicht. Genau. Raumschiff. Bisschen Ferritstab haben wir noch. Was haben wir da jetzt noch erinnern? Da haben wir die Baudings, da haben wir die Flora-Behälter und da haben wir Beleuchtung und Gebäudeverzierungen. Okay. Da ist ja dann eh nichts mehr. Warte mal kurz, ich speichere mal. Weil, dass uns jetzt der Spielfortschritt verloren geht. Ja, und wie gesagt, ich muss noch ein bisschen schauen, dass meine Xbox, meine alte noch ein bisschen hält, weißt du? Setze die geborgenen Daten an einer Konstruktionsforschungsstation ein. Verwende die Daten, um Konstruktionsbaupläne zu erlernen. Gut, gespeichert haben wir, ja. Analyseeinheit online, Diagnosevorschlag. Der Benutzer sollte geborgene Daten aus vergrabener Technologie bergen. Rüste ein Analysevisier aus und verwende es. Herstellbare Strukturen erforschen. Okay, da haben wir aber jetzt eh noch nicht viel. Ich glaube, ich werde früher ein bisschen looten gehen. Beziehungsweise farmen. Wir nehmen uns jetzt einfach einmal nur da diese Glasplatte mit Bauholzrahmen. Ich glaube, das war es momentan das Geschicktere. Ja. Ja, den Rest müssen wir uns ein bisschen ergrinden. Platziere deine neue Basiskomponente im Baumenü auf. Ja. Ja, diese Nachricht wollte ich hören. Ich bedanke mich bei dir. Offen ehrlich gesagt, was brauchen wir da jetzt alles? Glas braucht man, aber wir haben ja Silikatpulver dabei, oder? Da ist schon wieder. Wir haben ja Silikatpulver irgendwo im Gepäck da. Okay, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen durchlaufen. Und dann mal das da her. Da brauche ich nur eins, das ist ja fein, warte mal. Ich würde jetzt einfach nur, wenn es geht. Daher klabustern, genau. Na bitte. Du kannst deine Basis umbenennen. Interagiere mit deinem Basiscomputer, um deine Basis zu benennen. Ja. Wie nennen wir sie? Wir machen. Alle anfangen. Bingo. Basis hochladen, löschen. Na, das lassen wir so. Okay. Erkunde den Planeten und finde noch mehr vergrabene Technologie. Ja, das ist mir bekannt. Pyritansammlung. Salz. Was haben wir da noch? Salz. Frachtabwurf. Ja, das wird dann alles zwischen eine machen einmal. Jo. Reines Ferrit und Pyrit, das können wir später abbrauchen.
Wohnprogramm wird gestartet. Ja, wie viel haben wir da jetzt da? Warte mal kurz. Wähle die Multiwerkzeugmodi mit Y aus. Ja, aber wir sind nicht weit weg. ...1600, schön. Was das, wir rauschen da mal schnell durch. Auf. Das machen wir da noch schnell auf. Dann sind wir jetzt eh schon bei fast 31 Minuten. Und... den brauche ich. Silikatpulver, das ist gut. Technologiemodul, geborgene Daten. Erlerne den Basisteleporter, verborgene. Lalalala. Ja, aber für den Basisteleporter will ich wahrscheinlich mehr brauchen als wie nur ein. Minenlaser. Okay, das ist der Waage. Da ist nix. So, da muss ich her. Basisteleporter. Gewünschten Forschungspfad eingeben. Herstellbare Technologie. Da brauche ich noch eins. Toll. Ja, aber. Aber. Wir werden. Wir werden uns in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Episode jetzt mal auf den Weg machen und werden diese bestimmten Dinge alle mal abfarmen, die wir so brauchen. Genau. Ich weiß es ja gar nicht, wo in dem. Wo hier eine Basis wäre, eine Raumstation, das suche ich gerade. Exo-Arm. Ah, das ist später drauf, die Inventarverwaltung mit der Absprungkapsel für den Exo-Anzug verbessern. Das machen wir später. Genau, in der nächsten Episode werden wir uns den Eisplaneten vornehmen und werden am Eisplaneten ein bisschen herum. Herumholt, ne? Eh schon wissen. Aber einen fortgeschrittenen Minenlaser wieder. Na gut. Also dann, ich hoffe, ja, wie gesagt, das Tempo wird da in dem Let's Play ein bisschen drosseln. Ich habe heute am 17. eigentlich gar keine Lust gehabt zum Aufnehmen, weil ich doch ein bisschen eine kleine private Nachricht gekriegt habe, die mir ein bisschen, sagen wir mal, aus die Fugen gerissen hat. Und... auf der anderen Seite habe müssen aber dann ein bisschen was spülen oder beziehungsweise mal was aufnehmen. Ansonsten geistert mir die Sache jetzt lang im Kopf um und dann will nämlich auch deppert, weißt. Na gut, also dann, ich wünsche dir was, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und No Man's Sky wird ein Let's Play, wo du gerne dich beteiligen kannst. Bis zum nächsten Mal. Baba. A brand new